Ich sehe gerade, dass wir eine Bandöffnung im 10-Meter-Band haben. Ich denke mal, das ist Sporadik E. Schaut mal hier. Und ich werde jetzt einfach mal das Funkgerät hier, ich mache ja QRP-Betrieb, das Funkgerät hier aus dem Scheck rausnehmen und direkt draußen an die Antenne machen, damit ich diese Verluste auf der Leitung nicht habe, also die Dämpfung, die auf der Leitung ist. Ich schraube das direkt an die Antenne und kann es dann ferngesteuert mit SDR Control hier im Scheck bedienen. Ich bin Michael, DL2YMR, und ich produziere hier regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. So, das Funkgerät ist draußen an der Antenne. Ich werde mir jetzt hier SDR Control aufrufen und mal gucken, ob ich eine Verbindung zum Funkgerät herstellen kann. So, jetzt muss ich hier einmal das 705 connecten und da ist es auch schon. Also, das funktioniert schon mal und jetzt werde ich die FT8 Session hier starten. Auf Tools, FT8 und schon haben wir hier unseren FT8 Screen. Ich will das mal hier auf den Schreibtisch schieben, dann kann ich die nämlich hier beide benutzen. Hier sehe ich einmal, was los ist auf dem Wasserfalldiagramm und hier sehe ich halt das Programm. Und hier gehe ich jetzt mal auf RX und jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Die Daten laufen jetzt hier rein ins Funkgerät. Hier sehen wir schon mal eine Station aus Journey, die habe ich aber schon gearbeitet. So, hier haben wir jetzt noch ein paar mehr. Jetzt können wir auch schon mal sehen. Also Jersey ist hier, Nordirland, Wales, Österreich, Frankreich. Also es hält sich alles hier in Europa. Deswegen, wie gesagt, ich vermute mal, dass das Sporadik E ist. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch reinkommt beim nächsten Mal. Also ich zeige hier auch nur die Stationen an, die CQ rufen, alle anderen nicht. Und hier sehen wir wieder Wales, Österreich, Österreich, Frankreich. Allerdings hier alle mit sehr, sehr schwachen Signalen vertreten. Wie viel Ausgangsleistung habe ich jetzt hier drauf? 80%, okay. So, hier ist eine Station aus Zypern und die werde ich jetzt mal direkt anfunken. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Mit QRP. Leistung. Oh, jetzt müssen wir wieder warten, bis die Station antwortet. Ich habe das jetzt rausgesendet, dass ich ihn ansprechen möchte. Und er hat uns gehört. Minus 17 dB. Naja, ich mache plus 2. Oder ich gebe ihm plus 2, erhalten minus 17. Klar, das ist natürlich jetzt aufgrund der QRP-Geschichte. So, ich habe ihm jetzt plus 2 gegeben. Jetzt muss er wieder antworten. Hier läuft wieder der Balken rein. Und das Ganze funktioniert, ohne dass ich auch nur irgendetwas eingestellt habe am Funkgerät, beziehungsweise am Funkgerät schon, aber in der Software, an der SDR-Control-Software, nichts eingestellt für FT8 speziell, außer dass er FT8 machen soll. Das funktioniert wirklich außer Verpackung raus. Das ist also richtig klasse. Und jetzt auch noch über WLAN. Also das Funkgerät draußen an der Antenne ist per WLAN in meinem Netzwerk verbunden und mein Computer hier natürlich auch. So, das QSO ist beendet. Wir können das jetzt loggen. 5B4AMM. Also ganz einfach Funkbetrieb hier aus dem Scheck. Das Funkgerät direkt an der Antenne, damit wir die Leitungsdämpfung vom Koaxkabel nicht haben. So verlieren wir auch keine Leistung unterwegs auf dem Weg zur Antenne. Und das Ganze im WLAN verbunden und hier aus dem Scheck bedient. Ja, so könnte man jetzt weitermachen den ganzen Tag hier und FT8-Betrieb machen.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video hier wieder gefallen. Und wenn das so ist, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und klick auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem AFO-Channel wieder etwas Neues gibt.